Vor einem Jahr wurde der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny vergiftet. Jetzt trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerechnet den Mann, den viele verdächtigen, diesen Anschlag in Auftrag gegeben zu haben, den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Am 20. August 2020 verliert Nawalny während eines Flugs zwischen Sibirien und Moskau das Bewusstsein. Nach einer Notlandung wird er auf die Intensivstation eines Krankenhauses in Omsk gebracht, wo er um sein Leben kämpft. Nawalnys Team spricht sofort von einer Vergiftung. Russische Ärzte wollen aber kein Gift in seinem Körper gefunden haben. Merkel bietet Nawalny die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus an. Doch russische Behörden verzögern die Verlegung des Patienten. Am 22. August wird Nawalny schließlich nach Berlin ausgeflogen und dort zur Behandlung in die Universitätsklinik Charité gebracht. Experten der Bundeswehr bestätigen, dass der chemische Nervenkampfstoff aus der sogenannten Novichok-Gruppe in Nawalnys Organismus nachgewiesen werden konnte. Merkel spricht von einem versuchten Giftmord und verurteilt den Anschlag. Nach einer Reha im Südschwarzwald kehrt Nawalny im Januar 2021 nach Russland zurück und wird gleich am Flughafen festgenommen. Wegen angeblichen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen wird er zu 2,5 Jahren Lagerhaft verurteilt. In der berüchtigten Strafkolonie von Pokrov protestiert Nawalny mit einem Hungerstreik gegen die mangelnde medizinische Versorgung. Während westliche Staaten Sanktionen gegen Russland verhängen und offizielle Ermittlungen fordern, stuft die russische Justiz Nawalnys Organisationen als extremistisch ein und schließt sie von den Parlamentswahlen am 19. September aus. Bis heute haben die russischen Behörden keine offiziellen Ermittlungen wegen des Anschlags eingeleitet. Von der offiziellen Seite wird die Vergiftung Nawalnys mit einem Kampfstoff aus der Novichok-Gruppe sogar in Frage gestellt. Der ungelöste Fall belastet die deutsch-russischen Beziehungen schwer. Der Kreml wirft der Bundesregierung Einmischung und eine Propagandakampagne gegen Russland vor.